Ein flauschiges Hallöchen, ihr Süßen, und willkommen zurück zu Empathy Pass of Whispers, wo uns nur noch ein Gegenstand auf unserem Radar fehlt und wir wissen, wo der ist. Danach werden wir vielleicht, wahrscheinlich, ich nehme es fast an, beim roten Knopf oder irgendwo anders wieder landen dürfen. Denn darum, das hat unsere nette Stimme ja gesagt, wir müssen dahin, wo alles begonnen hat. Wir müssen zurück zum roten Knopf. Was haben wir hier? Hier haben wir vor allem wieder Frequenz einstellen. Finde ich gut. Da kommt heimeliges Gefühl auf. I've lost them. I have to accept that. To Andre or to William, it makes no difference. Those few of us who are left will follow Dr. Gerasimov to the canyon. If I can get the drawbridge down, we'll be on our way. Und da sind wir jetzt. Wir müssen die Zugbrücke runterlassen. Farid weiß, es sind nicht mehr viele Leute übrig. Die meisten folgen den Fanatikern. Ich weiß jetzt nicht, ob ich nicht in diese Lichtkreise treten sollte. Ich weiche ihn einfach mal vorsichtshalber aus. Wo ist denn der Hebel für die Zugbrücke? Wo finde ich den denn? Ist der hier? Ja, da ist er. Da ist er. Was that the... Someone's trying to cross the bridge. You there! Get after them! Driver, follow that group of terrified running people. The game is afoot. Was? Das war so tatsächlich. Wir mussten uns wohl scheinbar erwischen lassen. Oder vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es mehrere Enden und eins davon war, wir haben uns erwischen lassen. Ich guck mal eben hier rein. Hier sind wir nicht. Sind wir? Ach doch, hier sind wir hochgekommen. Okay, alles gut. Und da ist schon unser Hebelchen, das wir doch nicht ziehen können. Na gut, dann gehen wir mal hier hoch. Und gucken, was wir hier noch so finden. Nö, hier ist nichts. Aber hier drin ist... Es sieht so aus, als wäre da was drin. Müssen wir mal gerade gucken, was wir hier so finden. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht kaputt gemacht. Das ist vor uns. Okay. Wir überqueren die Zugbrücke. Die haben wir ja schon einige Male gesehen. Aus der Ferne. Und alles, was wir hier sehen, ist irgendwo auf der anderen Seite, würde ich sagen. Goodbye, Eagleview. We hardly knew ye. If our mission works out for us, do better in the future. Dafür wollen wir mal, ich würde fast sagen, beten, aber ich möchte eigentlich jetzt nicht auf eine religiöse Schiene. Dafür werden wir hoffentlich sorgen. Wir werden alles tun. Das Eagle View wieder ein... Ist hier? Das ist irgendwo da drüben jenseits des Felsens. Eigentlich sind das drei, dachte ich. Na gut. Wir gucken natürlich auch mal, ob wir hier noch in ein Häuschen reinkommen. Wir sehen uns ein bisschen mehr natürlich um. Wie immer, ganz normal. Und ich habe schon befürchtet, wir würden komplett von hier verschwinden. Aber jetzt sehen wir wohl endlich die Klippenstadt. Ja, da können wir rein. Sehr schön. So. Ist hier denn... Da ist natürlich... Ja, doch, da ist was. Ross Tagebuch Nummer 16, 4. Oktober. Ich entschloss mich zu einem Ausflug in die neue Siedlung und kam gerade rechtzeitig, um Zeuge von Feuer und Tod zu werden. Ich dachte, es handelte sich um Opfer des Skalpells, aber es war normale menschliche Gewalt. Mitten in dem Chaos fand ich Dr. Medea. Sie war schwer verwundet, aber ich konnte sie retten. Maeda. Dr. Maeda. Wir gucken mal hoch, was wir hier so finden. Die Treppen würden mich übrigens persönlich wahnsinnig machen. Die würde ich so... Ach, da kann ich gar nicht hoch. Okay. Kann ich da auch nicht... Nein. Ich würde die nicht gern benutzen. Ich brauche Geländer bei Treppen und... Ich fand das schon... Teilweise finde ich auch normale Treppen schon schlimm. Ich bin echt sehr, sehr empfindlich. Ich weiß. Ganz, ganz furchtbar mit mir. So, jetzt geht's hier hinten weiter. Hier muss ja noch... Ja, einiges kommen. Denke ich. Und die FPS sind gerade wieder ein bisschen undankbar an der Stelle. Wir sind wieder draußen, man merkt's. Ich hoffe so sehr, dass es beim Angucken nicht allzu sehr auffällt. Und dass euch das nicht zu sehr stört. Ich persönlich, ich lebe ja auch mit den leicht flackernden Texturen, weil es mir einfach mehr um die Geschichte geht. Ich könnte auch mit matschigen Texturen leben, wenn ich ganz ehrlich sein sollte, aber das muss dann ja doch nicht sein. Oh, aber der Blick oben durch die Schlucht ist schon schick. Feier ich ein bisschen. Finde ich schön. So, wo ist das? Hier drüben. Wir haben aber keinen Eingang verpasst. Der muss irgendwo noch kommen.
Ist der hier vielleicht? Nein, es ist nur eine Einbuchtung. Finde ich sehr schön. Ich frage mich nur, was da oben drüber gespannt ist. Ob das Seile sind, Kabel. Sieht ein bisschen nach Kabeln aus. Also weniger nach normalen Seilen. Dafür sieht es irgendwie zu dick aus. Kennt ihr diese dicken, dicken Stränge aus der Industrie, wo wirklich so wahnsinnig viele Kabel zusammengenommen werden? So ein bisschen sieht das... Ja, ach Himmel, was ist das denn? Was ist das? Das ist ja... Ach du Heilige. Was? So, das sind mehrere. Und da drüben auch. Was ist das? Ich bin gerade ein bisschen... Warum schleiche ich eigentlich so? Warum fühle ich mich gerade so klein? Vermutlich, weil ich unten drin stehe. Oder? Nee, ich kann ja gar nicht, jetzt wollte ich sagen, hinhuttern. Nein, hinknien. Mich klein machen. Was wir untersuchen sollen, ist da drüben. Ich würde aber gerne einmal hier rüber gehen. Ihr kennt mich ja inzwischen, glaube ich, ein bisschen. Also zumindest wer hin und wieder mal eine Folge davon gesehen hat. Ich muss immer alles angucken. Und da vorne, das... Wenn wir hier nicht hin müssen, interessiert es mich doppelt, ob wir hier nicht doch noch irgendwas finden. Was sind das für... Dinger? Was sind das für Ringe? Was... Was? Ich bin verwirrt. Also wir wissen inzwischen, dass diese komische Maschine, davon wo wir jetzt schon drei eingeschaltet haben, im Park... Great view. Somewhere off in that direction lies Chernosk. Just waiting for us to pull through. Wir werden das auch schaffen. Da ist ein Fluss. Eigentlich ziemlich tolle Aussicht hier. Aber weiter ist hier nichts. Immerhin, wir haben einen schönen Kommentar bekommen. Ich finde das immer so schön, dass egal wohin man geht, auch in solche Ecken, wo man eigentlich gar nicht hin sollte, wie diese eine dunkle Ecke oben im Park, wo dann ein Buh kam, wo ich so ein bisschen verspätet noch den Schreckmoment hatte. Oh, seht euch das einfach an. Das ist so Hammer. Aber ich weiß halt immer nie, was soll das eigentlich darstellen? Was ist das? Da oben, das sind tatsächlich Kabel. Das sieht aus wie dicke Stränge an Kabeln. Hier auch. Da oben ist ein Häuschen drin. Also irgendjemand hat das Ganze hier überwacht. Wenn man das hier anguckt, da Häuschen. Und diese Dinger, das sind Ringe. Aber warum sind hier solche Ringe? Ich will mal gucken, ob ich noch mehr solche Häuschen entdecke. Wow. Ich weiß nicht, ich muss ein bisschen schneller laufen, habe ich das Gefühl. Ich kann ja hier nicht einschlafen nebenher. Wie das einfach aussieht. Wie das einfach riesengroß ist hier. Wow. Ich bin gerade ein bisschen geflasht, dass wir hier sowas haben. Eigentlich hieß es doch, theoretisch befinden wir uns ganz in der Nähe von Eagle View. Wir können nicht weit sein. Und Eagle View hatte dieses... Well, I'm no mountain ranger, but I don't think those giant rings are naturally occurring. We're getting close again. Yep. Was ich gerade sagen wollte, ehe wir hier so tatsächlich sinnvoll unterbrochen wurden auch. Theoretisch waren wir bei der Klippstadt. Und die Klippstadt, hieß es, war ein Kulturerbe. Wie kann es sein, dass in der Nähe von so einem Kulturerbe, von so einer geschützten Stätte, solche seltsamen Ringe errichtet werden? Was hat es mit den Dingern auf sich? Warum? Warum baut man sowas in diese Schlucht hier rein? Ich bin sehr, sehr verwirrt, ganz ehrlich. Und ich darf nicht vergessen, hin und wieder nach den Sachen hier zu gucken. Ich müsste da theoretisch schon dran vorbei sein. Moment. Ich muss irgendwas übersehen haben hier an der Seite. Moment. Das muss irgendwo da vorne schon sein. Das tut mir jetzt furchtbar leid. Ich war gerade einfach so fasziniert von diesen Sachen, dass ich... Wo ist denn das jetzt? Jetzt bin ich ernstlich verwirrt. Na, warte, hier. Das. Ach, da! Ach, da ist was. Ein Schläger. Die Farbe ist ein bisschen anders. Wir haben jetzt orangene... das war falsch. Müsste die Höhe sein. Ich wollte eigentlich die Wellenlinien. So. Ist aber fast richtig und die Höhe auch. Doctor, be honest. Is there any chance we may encounter crazies inside? They are not crazy, they are victims. And yes, there's a chance.
It's why we had to run in the first place. Good thing you bought your cudgel, no? Verrückte. Aber der Doktor sagt es richtig. Es sind keine Verrückten, es sind Opfer. Und genau das wäre auch mein Gedanke. Es müssen Opfer sein. Denn wir wissen ja ihre... Oh, sieht das einfach. Entschuldigung, Ich drücke gerade wie verrückt immer die Screenshot-Taste, weil ich das so faszinierend finde. Also, das ist leider, das müsst ihr ein bisschen jetzt ertragen, aber ich glaube, die Aussicht ist auch so noch toll. Ich gucke mich hier nur um, falls wir irgendwas sehen. Den Knüppel, den hätte ich komplett übersehen, wenn da nicht das Radar gewesen wäre. Bin ich ehrlich, hätte ich absolut nicht mitbekommen, weil ich jetzt eigentlich auch nicht um jede einzelne Steinsäule hier rumjoggen möchte. Also so überwältigend ich den Anblick finde, aber ich möchte tatsächlich nicht... Ja, das ist was wir untersuchen sollen. They stopped here to rest. Our confused would-be heroes. The last breath before the plunge. Ich bin so gespannt, was wir alles erfahren werden. So unglaublich gespannt. Inzwischen haben wir ja schon eine Art Bild, das entstanden ist. Wir wissen, dass sie verrückt geworden sind. Wir wissen, warum sie durchgedreht sind. Wir wissen aber nicht, wer dafür verantwortlich war, diese Maschinen eingerichtet zu haben. Und ob wir das erfahren, da bin ich sehr, sehr gespannt. What do you think those giant rings are? Dr. Gerasimov says they are focus amplifiers. I asked him to explain, but he said he didn't have the time to help me understand. Ich muss übrigens sagen, dass ich sehr wahrscheinlich jemand gewesen wäre, der mit Farid geht. Ich kann ja mit diesen ganzen, ich sag's jetzt, da ist ja nochmal was. Ich sag's einfach mal so, Bekloppten kann ich ja nichts anfangen, die diesen Fanatikern, diesen religiösen Fanatikern nachlaufen. Und sehr wahrscheinlich hätte ich mich weder bei den Leuten in Eagleview wohl gefühlt, noch hier und wäre vermutlich bei Farid gelandet. So, das müsste schon die Amplitude sein, die richtige, das hier. Na, wir haben es nicht ganz. Jetzt stimmt es und die Höhe haben wir auch jetzt. The facility will have gone on automatic lockdown following the incident. It could be open from inside or from the main office, but also from here. There's a hidden console in an armored casing. If we get that open, I have the code. Gerasimov, der Doktor, hatte die Codes. Da hinten muss noch mal irgendwas sein. Wir gucken da mal schnell. Ja, hier. Da ist eine... Was ist das? Das sieht aus wie was, wo man tatsächlich... Wir gucken mal. Wir gucken, was wir erfahren werden. Ich will jetzt hier nicht wild spekulieren. Ganz ehrlich, übers Spekulieren bin ich weit hinaus. Ich habe einfach... Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich von... Ich glaube manchmal fast jeder Gedanke... Look, here. There's a hidden ladder behind the rock. We improvise with ropes when we left. But if I can get to the console, we should be able to get the ladder out. The Institute did nothing by halves. Uff. Eine versteckte Leiter. Das Institut. Welches Institut? Ein Punkt ist noch übrig da drüben. Sie haben improvisiert und Seile benutzt. Klar, sie mussten schnell abhauen. Da hatten sie keine Zeit, irgendwelche Mechanismen zu suchen. Aber natürlich, wenn da überall diese Häuschen im Stein waren, wenn da Ringe waren, die mussten ja vermutlich gewartet werden. Ich laufe jetzt einfach doch mal rum und gucke, ob wir nicht irgendwas finden. Nein. Wenn da diese... Aber hier sind kein... Oh, hier diese Ringe. Oh, ich finde die einfach so... Oh, so schnell einen Screenshot machen. Ich weiß, was ich als Thumbnail benutze. Einfach nur, weil ich gerade die ganze Zeit am Staunen bin über diese Ringe. Das ist so... Oh. Und ich weiß einfach, man merkt es, man spürt es, man nähert sich... der Lösung des Ganzen. Und ich habe da hinten irgendwas vergessen. Was habe ich da vergessen? Moment. So. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie man... Doch, so bewegt man sich schneller. Was habe ich denn hier übersehen? Ich muss hier irgendwas übersehen haben. Es tut mir leid übrigens. Da war ich jetzt einfach zu schnell und war so, zu sehr auf... Au! Ja, das ist ja fies. Wie klein das ist. Das ist, glaube ich, so eine Schnitzer... Nein, das ist eine Hand, oder? Ist das so eine Hand? Aus dem Hinduismus kommt die, glaube ich. Ist das nicht die schützende Hand Shivas oder so? Oder es könnte so eine Schnecke sein, wie die komischen Bekloppten aus dem Berg sie benutzen. Ich bin mir nicht sicher.
Keep an eye out for a key somewhere here. We need two of them to open the console, and I only have one. But I know Dr. Kozlowski left hers here when we stopped to rest. She might have buried it. So get digging. Oder aber es ist ein Schlüssel. This is strange. The lockdown isn't in effect with the first floor, and the central override has been used. That means someone's been in there. Someone with access. And they might still be inside. Ich habe Angst. Wir werden den Schlüssel reinstecken. Da habe ich ja mal ganz daneben gelegen. Ich dachte, das wäre eine normale, aber das habe ich wirklich nicht gesehen, als es so geflimmert hat. Dass das ein Schlüssel... Auch jetzt würde ich es nicht als Schlüssel beschreiben. Rein mit dem Ding. Und jetzt werden wir wohl irgendwo eine... Genau, ich wollte schon sagen, eine Leiter finden. Ich würde aber ganz, ganz kurz gerne in diese Richtung joggen. Das tue ich nicht, um euch zu ärgern. Das tue ich einfach nur, weil ich ein sehr neugieriger Mensch bin. Und ich wissen möchte, was da hinten ist. Da ist ein Häuschen. Ich sehe es doch genau, dass da was ist. Und ich weiß, wir müssen da nicht hin. Wir müssen die Leiter hoch. Aber da vorne ist kein Häuschen, ein Tor. Vielleicht sagt unsere Erzählstimme ja noch was. Oder wir können da vorne rausgucken. Oder wir finden einen Zettel. Ross Tagebuch Nummer 8, 1. Juli. Als wir das Kind an das Skalpell anschlossen, trat sofort ein Effekt ein. Ein drastischer Anstieg auf der Anzeige, gefolgt von einer Nulllinie. Die Langzeiteffekte sind noch nicht abschätzbar, aber ich bin hoffnungsvoll. An das Skalpell angeschlossen, das ist eine sehr merkwürdige Benennung für eigentlich alles. Was haben wir hier? I must be prepared for the eventuality that we don't make it. The very least I can do is help whoever may come to tread in our footsteps. I'll be leaving my journal here, so it may survive, even if I don't. Cars used to come around that bend. Anonymous vans and trucks, carrying shipments and personnel, honored guests. I wonder how many of them felt like they were being swallowed by this mountain, lost in its shadow. Verloren im Schatten des Berges. Wir kommen hier aber nicht rüber. Hier ist definitiv eine sehr, sehr effektive Absperrung. Aber ich bin gerade froh, dass wir diesen Weg noch gegangen sind, denn sonst hätten wir das nicht mehr gefunden. War hier auch noch mal was? Hier? Nee, hier ist einfach nur eine Nische im Berg. Ich will mir die Tür noch mal angucken, ob er hier was dazu sagt, wenn wir da näher rangehen. Leider nicht. Ehrengäste. Also muss das hier ein bekannter, vermutlich militärischer oder politisch wichtiger Standort gewesen sein. Und das Mädchen an Skalpell angeschlossen. Man kann die Langzeitschäden. Warum hoffnungsvoll? Das liest sich alles nicht so, als hätte man versucht, etwas Schreckliches zu bewirken, sondern eher, als hätte man versucht, etwas Gutes zu bewirken. Und als wäre das dann schrecklich schiefgegangen. Also die Auswirkungen sehen wir ja. Als wäre es furchtbar, furchtbar schiefgegangen. Wir werden jetzt die Leiter hochklettern und ich habe keine Ahnung, wo wir landen werden. Ich weiß nur, ich bin sehr neugierig. Und ich würde da vermutlich sterben, wenn ich hoch müsste. Oh, das heißt aber, wir werden gleich diese wunderschönen Ringe nochmal aus einem anderen Blickwinkel sehen. Ah, ein paar Ringe, die Sora zu knechten. Ich merke es schon. Die Ringe haben es mir echt angetan. Das macht mich... warum? Wozu? Hat man das vielleicht wie in... Hat man damit vielleicht die Energie dieser Maschinen gebündelt, um sie so über das ganze Land zu verteilen? Da geht es ja noch weiter mit Ringen. Es sind ja immer noch mehr Ringe. Oh, diese Ringe. Ja, Sora fasziniert von Ringen. Wir haben hier auch nichts. Keine Anzeigen. Aber es ist eigentlich klar, wo wir hin müssen. Der einzige Weg, den wir gehen können... Weiter auf diese Ringe zu. Ich gucke aber trotzdem hier auf den Boden, ob ich nicht irgendwas entdecke. Ich will auf keinen Fall was übersehen. Wobei andererseits glaube ich fast nicht, dass wir hier was übersehen. Ich glaube nämlich fast nicht, dass wir hier noch irgendwas haben. Boah, das ist einfach. Why does this feel like walking down the barrel of a gun? Weil wir vielleicht genau das tun. In gewisser Weise. Nicht durch den Lauf eines Gewehres natürlich, aber wie gesagt, das sieht aus, als hätte man hier was durchgeleitet. Und ob das jetzt Energie ist oder eine Gewehrkugel, macht letztlich, denke ich, nicht ganz so viel Unterschied. Oh,
der Blick ist einfach episch. Wobei ich ihn vorne tatsächlich noch schöner fand, aber hier sehe ich, glaube ich, gar nichts. Ich glaube, es geht einfach nur darum, dass wir... Jetzt hören wir auch schon die Erinnerung. Oh, wow. Ich bin... Wo sind wir jetzt? A hope. A fault. An unfound door. This place is covered in that smell, like burned copper. I remember that smell now, like a dream. Like waking up to the scent of coffee or summer rain. Except this is what fear smells like. Der Geruch der Angst. Ich kann mir aber vorstellen, warum es hier nach Angst riecht. Wenn das das Zentrum ist, wenn das der Ort ist, an dem sich alles aufgeklärt hat. Ross Tagebuch? Fragezeichen? Ja. Ross Tagebuch Nummer 7, 28. Mai. Der Verbindungsmann ist der Grund, da bin ich sicher. Mit der Gesamtheit der Noosphäre konfrontiert, aber durch nichts im Hier und Jetzt verankert, ohne Bezugssystem. Das Kind des Mannes war ebenfalls am Autounfall beteiligt und liegt noch auf der Intensivstation. Ich habe angeordnet, dass das Kind hergebracht wird. Ohne Bezugssystem, nicht im Hier und Jetzt verankert, die Noosphäre. Und das Kind, das einen Unfall hatte und im Koma lag, wurde hergebracht. Das ist vermutlich das Kind, für das sie Hoffnung hatten, also wo sie gesagt haben vielleicht, okay, es sieht gut aus. Meine Vermutung ist ja tatsächlich, irgendjemandem wollten sie helfen. Sie haben eigentlich nicht gewollt, dass Katastrophen passieren. Sie wollten irgendwas Gutes bewirken und es ist furchtbar, furchtbar schiefgegangen. Wie dieser Spruch, The road to hell is paved with good intentions. Also, der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert. Sie hatten vielleicht gute Vorsätze. Und haben sie schrecklich durchgeführt. Wir gehen hier rein. Oh, ich habe ein bisschen Angst. Ich habe hier so ein Geräusch gerade gehört. Be advised. Main power compromised. Facility running on auxiliary power. Ist das der Ort, wo wir angefangen haben? Das könnte tatsächlich der Ort sein, wo wir... Okay, das Licht ändert sich nur hier drin. Das könnte tatsächlich der Ort sein, wo alles begonnen hat, wo der rote Knopf auf uns wartet. Hier hinten ist... Moment, Licht, eine Türe, die wir nicht öffnen können. Schade. Ich bin gerade so gespannt. Ich bin so gespannt. Hier können wir reingucken, aber nicht reingreifen. Das hier war wohl der Empfang, offensichtlich. Dann gehen wir mal durch. Ich habe nichts mehr auf unserem Radar. Ich habe ein bisschen Angst, was wir hier finden werden. Hier müssten wir jetzt in diesen Empfangsbereich reinkommen. Huch. Da ist alles ein bisschen matschig. Das ist... Kann ich leider gerade... Fedorova was here. She'd sit behind this glass with a gun and a cup of coffee. Not entirely sure what she was protecting or who she was protecting it against. Da ist auf jeden Fall ein Brot. Thomas, did you eat my sandwich again? Yeah, well, there was mayo on that, you dumbass. Mayo has eggs in it. Yeah, have fun with that. And don't worry about the sandwich. I ate your chicken drumstick instead. Na, die hatten ja Spaß. Fedorova war also hier. Ich habe gerade beschlossen, ich glaube, ich spiele das Spiel jetzt einfach bis zum Ende durch. Das heißt, es kann sein, dass ich mich dann nicht von euch verabschiede, weil ich nicht weiß, wo ich schneide. Oder mich schon nicht von euch verabschiedet habe, weil ich nicht weiß, wo ich schneide. Und ich... Mrs. Humanity, the doctor will see you now. Ich finde es gerade so schade, dass hier die Texturen wieder so heftig flackern. Ich hätte das gerne scharf gesehen, das Bild. Ah, jetzt zwischendurch mal. Ich weiß nicht, woran es hier drin liegt. Ich weiß es nicht. Aber seit dem Windows-Update, beziehungsweise kurz davor. Ich habe übrigens auch festgestellt, für die, die es schon mitbekommen haben, dass ich mich in den letzten Tagen... I hear the clicking of many keyboards.
This place rested on a firm bureaucratic foundation. A global institution which funded research efforts in every field imaginable. Teilhard for a swift future. Für die, die es vielleicht mitbekommen haben, ich habe mich auch davor schon eine ganze Weile immer mal wieder beschwert über mein Windows. Und ich habe jetzt festgestellt, nach dem Update sind ein paar Sachen besser geworden. Ich schätze, wir müssen da hinten hin. Ich will... Was sind das für Geräusche? Be advised, this week's team dinner will be beef stroganoff. For such a remote location, they ate well. Three kinds of granola, fresh fruit, protein shakes, pancake Tuesdays. Wine and sirloin to celebrate major breakthroughs. Imagine if Eagleview knew about this well-stocked pantry. Vielleicht wären sie da netter gewesen. Wir haben ein Sandwich aufgenommen, wie es scheint. Sind wir hier tatsächlich an der Stelle... Wo das... Ach, das ist furchtbar mit den Texturen gerade. Sind wir tatsächlich an der Stelle mit dem roten Knopf? Ist das hier irgendwo? Komme ich hier in die Küche rein? Nein. Okay. Farid! Farid, where are you? Was steht hier? Bitte stell dich mal einen Moment kurz scharf, liebes Bild. Hallo? Hallo? Ah, okay, es ist tatsächlich ein etwas abstraktes Kunstwerk. Dann ignoriere... Da liegt was. Ross Tagebuch Nummer 1. 13. Mai. Nummer 1, das heißt, das ist der allererste Eintrag. Ich finde es so schade, dass wir nicht auf die zugreifen können. Vielleicht, nachdem wir das Spiel zu Ende gespielt haben. 13. Mai. Es hätte von Anfang an klar sein müssen. Die Nosphäre ist der Kortex der Menschlichkeit. Wir hätten nie erträumt, ihn allein mit Maschinen zu berühren. Der Patient, ein Mann, der seit einem Autounfall im Koma liegt, wird heute gebracht. Ich habe maximale Geheimhaltung angeordnet. Ein Mann lag im Koma? Geheimhaltung? Ich glaube wirklich, ich bin mir inzwischen sehr sicher, sie wollten Gutes bewirken. Und es ist furchtbar, furchtbar schief gegangen. Das war wohl eine Art Aufenthaltsraum. Ich gucke mir erstmal hier die Sachen an. Einer von ihnen. Auch da ist ein Zettel. Ross Tagebuch Nummer 3, 18. Mai. Es steht nun außer Frage, dass der neue Verbindungsmann eine direkte Verbindung zur Nosphäre ermöglicht. Eine direktere Verbindung zur Nosphäre ermöglicht, als wir jemals gehofft hatten. Allerdings gab es einige unerwartete Nebenwirkungen. Um eine emotionale Antwort zu erwirken, haben wir dem Gehirn des Verbindungsmannes eine Reihe von Dr. Kerimovs simulierten, realen Prototypen eingespielt. Aber seit etwa einer Stunde führt das Skalpell Simulationen durch, die nicht in Dr. Kerimovs Programm enthalten sind. Das Skalpell müssen diese komischen Maschinen sein. Und es hat sich scheinbar ein bisschen selbstständig gemacht, wie es klingt. A sound mind in a healthy body. They were encouraged to rest regularly, to exercise and make time for social activities. They were to be a family united by work. Das klingt ja nett. I've been slacking off lately. Nothing ever happens here if you don't count Joyce trying to get in everywhere she isn't supposed to be. Still, I need to stay sharp for the inspections, if nothing else. Joyce ist das Mädchen, von dem wir ganz am Anfang gehört haben. Das vom Park runtergefallen. A small library, but there's something for everyone. Scientific essays and manuals, literary classics, fantasy, children's books. The occasional filth for when those children finally fall asleep. Joyce, die am Anfang vom Park gefallen war. Hey, honey. Yeah, I'm reading Ulysses again. Takes my mind off the troubles we've been having with the emitter tables. I'm still trying to get Joyce interested in books, but she's too much in love with those comic books. Ah, Comics sind gar nicht so schlecht.
Die hatten hier wirklich alles, was sie gebraucht haben. Auch wenn's... Schon wieder ein Sandwich. Auch wenn's gerade ein bisschen unscharf alles aussieht. Ich guck mal, wenn ich nah rangehe, ob sich dann... Na. Also es tut mir sehr, sehr leid, dass die Texturen hier gerade so spinnen. Dabei ist es... Und da kommt immer Feuer durch, habe ich das Gefühl. Auch wenn es hier nicht so schlimm ist wie draußen eigentlich. Naja.